Hallo und willkommen zurück zu Transport Fever 2. Spiel, Spaß und Spannung auf der Insel Rügen. In den vergangenen Folgen haben wir ein schon durchaus gewaltiges Logistiknetz auf der Insel Rügen etabliert und werden es weiter ausbauen, vervollkommnen und optimieren. Es bleibt spannend und ich bin schon ganz aufgeregt, was wir heute machen. Ja! Also wir werden nicht nur diesen Ladebalken zusehen, wie er von links nach rechts kraucht, sondern auch anderweitig ordentlich zu lang. Davon bin ich überzeugt. Und nun warten wir, bis das Spiel fertig geladen hat. Die Uhr läuft. Tick, tack, tickili, tack, tick, tack, tickili, tack. Und hier befinden wir uns schon auf der Insel Rügen. Vor uns unser logistisches Zentrum Bergen auf Rügen. Im Westen sehen wir Gingst, im Norden, ganz im Norden, können wir Kap Arkona, die nördlichste Spitze der Insel, erkennen. Hier Sassnitz und im Osten Binz, dazwischen die Proerwijk mit den kleinen und den großen Jasmunderbotten. Hervorragend! In der vergangenen Folge haben wir unsere Traditionslinie, also die ersten Eisenbahnstrecken, die wir auf dieser Karte gebaut haben, optimiert und ein zusätzliches Getreidefeld angebunden, nämlich das hier. Und ich würde mal sagen, das funktioniert jetzt. Schauen wir mal rein. Ah, hier sehen wir, dieser Zug ist noch nicht ganz voll. Ich hoffe, das wird sich ändern. Der funktioniert. Der ist leer. Und auch hier sehen wir, diese Bäckerei hat den Level 2 überschritten. Und befindet sich jetzt, ja, 73%, Moment, etwas über die Hälfte von Level 3. Das hört sich doch ganz gut an. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, das läuft. Schauen wir mal auf unseren Kontostand. Wir haben tatsächlich in der Vergangenheit stark investiert. Hier sogar fast 30 Millionen. Dann nochmal 21,6 Millionen und nochmal 24,7 Millionen und im letzten Jahr, was gerade abgeschlossen wurde, 16,6 Millionen. Das heißt, wir müssen jetzt etwas, etwas kürzer treten und erstmal ein Polster uns ansparen. Nichtsdestotrotz habe ich heute tatsächlich vor, den letzten noch nicht erschlossenen Ort an unser Logistiknetz anzuschließen und das ist Rambin. Hier links zwischen Altefähr und Saptens. Das geht ja gar nicht. Liebe Rambiner, entschuldigt, euch so vernachlässigt zu haben. Ihr bekommt natürlich einen öffentlichen öffentlichen Nahverkehr und Anbindung an die nächste Stadt. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Hier wird keiner zurückgelassen. 30 Meter, Plattform links 2, hui. Machen wir das mal hier rein. So, klick. Wunderbar. Und setzen noch ein paar Haltestellen. Da würde ich mal sagen, wir setzen mal eine hier hin. Wir setzen mal eine dahin und eine dahin. Hui, und da hoch. So, und dann können wir... Nee, das reicht, das reicht. Wir wollen mal nicht übertreiben. Dann gehen wir in den Linienmanager und verbinden unseren Ringverkehr. Und nennen das Ganze selbstverständlich ÖNV Rambin. Fertig ist die ganze Sache. Neue Linie, es geht weiter. Eine hervorragende Überlandlinie. Überland zwischen Altefähr und Rambin. Es wird fantastisch werden. Und die nächste Linie. So, eine Überlandlinie. Wie soll es denn anders sein? Zwischen Saptens und Rambin. Und damit haben wir Rambin von beiden Seiten angeschlossen und ein ÖNV eingerichtet. Das Ganze kriegt jetzt natürlich noch Fahrzeuge. 4 Postbusse für Rambin.
So. Dann den Gaggenau 1040. Würde ich sagen, mal 6 für die Überlandstrecke nach Altenkirchen. Wo haben wir sie denn? Hier, Altenkirchen, Altefähr. So, jetzt habe ich natürlich wieder das Fenster zugemacht. Und wir kaufen nochmal 6 Gaggenaus. So, für. Na, wo haben wir es denn? Samtens Rambin, hier unten. Und jetzt haben wir es geschafft. Jede Ortschaft ist mit jeder Ortschaft irgendwie verbunden. Wir kommen von, puh, was nehmen wir hier? Von Sagard kommen wir nach Stralsund. Und wie? Ja, von Sagard nach Sassnitz, von Sassnitz nach Binz. Hier steigen wir in den rasenden Roland, der mit wirklich fantastischen 30 km/h hier durch die Gegend wetzt. Hier haben wir einen. Tschut, tschut. Bis nach Garz. Hier kann dann der geneigte Sagarder umsteigen in einen Personennahverkehr. Hui. Fährt nach Bergen, steigt einen Schnellzug und rums nach Stralsund. Er kann natürlich auch in Sedin aussteigen, den Überlandverkehr nach Samtens nehmen, von da nach Rambin, von da nach Altefähr und von da nach Stralsund. Funktioniert auch. Viele Wege führen aufs Festland. Hervorragend, ich bin echt begeistert. Gut. Schön. Nicht schön. Was sehe ich da? Hier sehe ich keine Rohstoffe. Und unsere schöner rasender Roland hier, unser Materialtransport, wird ausgebremst von einem LKW. Das ist dieser DMC hier, dieser hier. Na, wenn ich ihn mal treffen würde, der hier. So, das machen wir mal ein bisschen länger, damit die Bahn auch ordentlich hinpasst. So, sie ist nicht vollgeladen. Und sie schwächelt etwas. Ich vermute ganz stark, dass es damit zusammenhängt, dass hier mehr verarbeitet werden kann, als ankommt. Diese Züge reichen nicht aus, um das Werk am Laufen zu halten. Finde ich das jetzt gut? Das finde ich nicht gut. Was für Optionen haben wir? Wir haben die Option, dieses Feld hier an Gingst anzubinden. Das heißt, wir müssen ja irgendwie eine Linie über die Schnellzugstrecke schmeißen. Wir müssen dann auch hier einen Übergang finden. Hier über diese kleine Bucht hinüber, und da ankommen. Dann haben wir wieder viel Getreide hier an der Bäckerei vor Ort und können dann das produzierte Brot, die Nahrungsmittel, ordentlich auf Gingst und auf Transke verteilen. Wird uns das viel kosten? Ich glaube nicht. Das ist eher hier ein bisschen Schönbau. Wäre das eine Idee? Ich glaube, das ist eine Idee. Wir schauen mal. Also wir nehmen hier einen Bahnhof. Den binden wir hier an. Oh, hier haben wir etwas hügelig sind wir hier unterwegs. Okay, Moment, das machen wir mal ein bisschen anders. Wir führen mal die Straße hier weiter und schauen mal, ob wir hier eine Anbindung kriegen. Da brauchen wir es ja auch nicht so steil machen. So, das passt doch wunderbar, hervorragend. Und jetzt Gleise legen wir mal schön hier lang. Ich würde mal sagen, wir gehen schon mal ein bisschen hoch.
Obwohl, nee, wir gehen noch nicht hoch. Wir gehen bis hier hin und gehen jetzt hoch. So, hier drehen wir das Ganze ein bisschen. Ich würde sagen, warum ist das jetzt auf 90? Ach, weil die Brücke auf 90 ist. Okay. Was passiert, wenn wir so rüber gehen? So gehen wir nicht rüber. Das heißt, wir machen hier tatsächlich etwas höher. So, genau. Und gehen jetzt so rüber mit einer Brücke. Und gehen hier langsam schon wieder runter. So. Oder wollen wir eine moderne Brücke nehmen? Wir nehmen mal. Oh, passt das. So, wir nehmen mal eine moderne Brücke. So. Und hier nehmen wir wieder eine Böschung. Schauen aber mal, dass wir hier ordentlich so vorbeikommen. Wir rutschen hier so schön vorbei am Stahlwerk, weil früher oder später müssen wir das auch anbinden. Bleiben hier natürlich schön oben. Moment, das machen wir anders. Das machen wir so. Wir gehen hier in die Kurve. Oh, Moment, Moment. Das schaut nicht gut aus. Gehen wir mal zurück. Hier ist ein Anstieg. Und jetzt geht es wieder runter. Nicht schön, aber notwendig. Gehen hier weiter. Ich würde mal sagen, so. Und jetzt müssen wir tatsächlich mal aufhören. Und jetzt müssen wir uns Gedanken machen. Denn das hier muss jetzt verändert werden. So, ich bin gerade noch etwas hier beschäftigt. Oh, was war denn das jetzt? Ja, das sieht jetzt aber bescheiden aus. Moment. Das gefällt mir nicht. So. Bauen wir halt die Strecke hier nochmal. Und jetzt versuche ich das nochmal ein bisschen hier zu glätten. Das lässt sich auch nicht glätten. Ja, dann eben nicht. Warum nicht? Moment. Das ist ja jetzt blöd. Na gut, dann eben nicht. Dann bleiben wir halt genau so, wie es ist. Meinetwegen. Gut, dann müssen wir jetzt hier die schon existierenden Linien neu anschließen. Gehen wir mal ein bisschen weg. So, drehe das mal ein bisschen. Und wir müssen hier ran. Wow.
So, und versuchen jetzt hier eine geschmeidige Kurve hier anzubinden. 94, 93, ja, das passt. Ich bin zuversichtlich. Hier gehen wir in die Zweigleisigkeit und binden das zweite Gleis wieder an. Hauen hier etwa hier unser Einfahrtsignal rein. Und sind doch ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Jetzt Straße. Jawohl, Moment, den nehmen wir nicht. Das elektrisch. Und führen das mal hier so rum. So. Nein. Und hallo? Moment, Moment. Ich muss nachdenken. Ah, das kriegen wir hier nicht ran irgendwie. Ich wollte, also die Idee war folgende, dass ich hier ein kombiniertes Depot, beziehungsweise kann ich das vielleicht noch so hinbauen, irgendwie so dran klopfe, funktioniert aber nicht. Ich kriege nämlich keine Verbindung zu unserem Bahnhof. Verschiedenes. Hier haben wir einen Seiteneingang. So, machen wir das mal so. Nehmen hier nochmal die Güte. Aha. Und schon wird das was. So. Aus. Rein. Güter. Erweitern das bisschen. Ach, jetzt haben wir verdammt, Moment. Brauchen wir nicht. So, zwei Plattformen. Wunderbar. Oh, was machen wir jetzt mit dem Auto hier? Das Auto, das lenken wir noch um. Kein Tramgleis. Das führen wir mal hier rüber. So. Anscheinend funktioniert alles. Ich habe keine Warnung mehr. So, das Auto ist gerettet. Das machen wir wieder weg. Das gefällt mir jetzt. Das ist schön. Ah, hier wackelt es ein bisschen durch und rein. Aber das macht nichts. So. Brauchen wir, um diesen Lokschuppen zu nutzen. Ganz einfach. Linienmanager. Klick. Klick. Das ist jetzt G-Zug. Gingst. Getreide 2. Jetzt gehen wir hier hin. Jetzt überlegen wir erstmal. Das ist jetzt eine einspurige Strecke, ziemlich lang. Ich bin jetzt mal optimistisch. Wir nehmen hier die Güterwagen. So. Anwenden. Zug
Getreide 2. Waren wir jetzt die ganze Zeit auf vierfache Geschwindigkeit? Okay. Gehen jetzt mal auf den Zug hier. Das ist jetzt. Fertig. Der nutzt jetzt die vorhandene Strecke und fährt quasi bis Gingst und dann kommt auf seine richtige. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen hier auf normale Geschwindigkeit und schwächen hier ein bisschen hier diese Böschungen wieder ab. Das muss ja nicht so sein, dass das so in der Landschaft rumoxidiert. Das schwächen wir ein bisschen ab, auch wenn es ein bisschen gelb kostet. Aber es fügt sich so halt harmonischer in die Landschaft ein. Senken wir ein bisschen ab. Also wo es geht, dann geht's. Und hier geht's nicht mehr. Oh, das lassen wir jetzt mal hier so, wie es ist. Ist wahrscheinlich zu nah am Wasser. Kann das sein? So. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. War ja nicht gerade ein Zug. Aber das gefällt mir wirklich sehr schön. Das ist gut. Da kommen auch schon die ersten Lebensmittel hervor. Entlang der Küste. Sehr schön, das gefällt. So, sehen wir jetzt hier drüben Hiddensee? Ist das Hiddensee? Schauen wir mal. Schauen wir mal auf die Karte. Nein, das ist schon das Festland. Hiddensee ist hier. Das hier ist Hiddensee. Und das hier, das ist der Darß. Hier, ungefähr hier ist Zingst.
Hier müsste Bad sein. Und Brero irgendwo hier hinten. Schön, so schön, sehr schön. Also wenn jetzt alles wirklich hervorragend funktioniert, so wie ich mir das vorstelle, wird jetzt diese Großbäckerei auch besser mit Lebensmitteln versorgt und wir kriegen mehr hier auf die Strecke, weil momentan ist ja nichts los. Gar nichts. Oh, Moment. Panik. Ich weiß auch warum. Das Depot ist nicht angeschlossen. Die Lieferung kommt hier nicht an. Das schon, das nicht. Ei, verdammt. Verdammt, Moment. Dann müssen wir das doch anders machen. Wie machen wir das? Überlegen. Wir bauen das Depot hier auf. Wir drehen es. So. Nehmen das mal weg. Kontrollieren. Jawohl, jetzt funktioniert's. Machen es wieder weiter. Ach, aufregend hier. Straßenzugang, elektrisch. Oh Leute, wegen der Weiche jetzt oder was? Ist nicht wahr. Gut, machen wir es so. Linien verwalten. Weg. Hin. Dann nehmen wir mal den zweiten. Wunderbar. Und ging es Nahrungsmittel? Transfer tun wir weg. Haltestelle hinzufügen. Läuft. Dann machen wir es halt so. Und ich wundere mich, warum da hier nichts ankommt. Yay, 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 yay. So. Ja, da haben wir jetzt natürlich ein bisschen verloren, weil wir haben jetzt hier keine Nahrungsmittel mehr. Also gar keine. Das heißt, wir müssen jetzt auf diesen Zug warten. Aber da kommt er schon angeschissen. Tut tut. Vierfache Geschwindigkeit. Wir haben jetzt schon den August 1919. Wir sehen. Die Bäckerei fängt an zu produzieren und die ersten Lebensmittel werden hier auch wieder zur Verfügung gestellt. Gut, das läuft. Alles wieder gut. So, jetzt gucken wir mal, wo kommt denn hier? Das ist da quasi jetzt der Verstärkerzug. Ach, den warten wir jetzt noch ab. Wir gehen jetzt nochmal hier vor. Drehen mal hier um und warten jetzt hier ein bisschen. Wir sehen hier, die ersten Lebensmittel kommen. Nein, ich will. Schauen mal hier. Ist West. Vollladen. So, und jetzt haben wir tatsächlich richtig viel zu tun hier. Das heißt 134 Einheiten an Getreide im Lager.
hier wird jetzt ordentlich wieder angeliefert. Schön. Ja, weil wir hier nichts mehr anliefern, deswegen. Und sofort geht die Einwohner runter. Boah, kaum kriegen sie kein Brot, wandern sie aus. Ess doch Kuchen. Ist doch genug für alle da. Verdammt. Nein, wir regen uns nicht auf, sondern wir suchen die nächste Investitionsquelle. Und ich habe da etwas im Auge. Ölquelle. Ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Wir haben neue Fahrzeuge. Und zwar einen neuen rasenden Roland und ein Flugzeug. Neuer rasender Roland. Stopp. Nahrungsmittel. Nahrungsmittel. Haben wir mal was anderes? Hier. Ich bin versucht. Nein, wir machen es. Wir ersetzen unseren rasenden Roland mit dem neuen Georg. Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Er bekommt wieder seine 6 Wagen und ist jetzt 20 km/h schneller. Und das Gute ist, das machen wir mit dem hier auch. Fahrzeuge verwalten, alle ersetzen. Wir kriegen den Georg 6 gedeckte Wagen, das reicht aus. Und haben keinen elektrischen Weg. Wieso kein elektrischer Weg? Ja. Der merkt auch alles. So, nochmal. Fahrzeuge verwalten, ersetzen den hier. Und schon fahren wir elektrisch. Upsala, Moment, wir starten wieder. So, wir fahren elektrisch und jetzt mit 50 km/h. Das heißt, sie sind schneller. Sie fahren jetzt schneller. Wie schnell sind eigentlich solche Autos des Individualverkehrs? Bremsen die uns jetzt noch aus? Ach, die Bika. Ach doch, hier. Ach so, da steht die Geschwindigkeit nicht dabei. Ha? Die Beate Lang. Na gut, okay, macht nichts. Haben wir verschnellert. Dasselbe machen wir natürlich auf unserem östlichen rasenden Roland. So, wir gehen, Fahrzeuge verwalten. Hier haben wir ziemlich viel. Wir haben hier 5. Da wird der Ivan ersetzt durch den Georg. Moment. Und der ist voll. Dann lasst uns doch mal den Ivan durch den Georg mit 8 Personenwagen ersetzen. Och nö. Haben wir jetzt hier? Nein, haben wir. Wo haben wir jetzt hier keine elektrische Linie? Kleine Straße, Einbahnstraße mit normalen Massen. Was haben wir denn? Das hier. Schauen wir mal. Aha. Achso, das ist jetzt der Überland. Moment. Hier haben wir wieder normale Straße, Einbahnstraße, normal. Das läuft. Wo haben wir jetzt hier keine Elektrifizierung? Hier fahren wir schön lang. Hier haben wir, Moment,
Alles schön elektrifiziert. Schön elektrifiziert. Hier haben wir unseren Tunnel. Fahren jetzt hier hin. Haben hier wieder diese Straße. Hier sind wir nicht elektrifiziert. Hier und da. Gut. Gefunden. Versuchen wir es nochmal. Gehen, Fahrzeuge verwalten, ersetzen. Georg 8. Fertig. Hurra! Waren wir gut? So, und schon fahren die auch schneller. Schneller heißt, wir kriegen mehr Geld, weil sie mehr Passagiere zur selben Zeit befördern. 56 können sie aufnehmen. Der ÖNV Binz entwickelt sich anscheinend auch sehr gut mit seinen Postbussen. Ja, sehr schön, gefällt mir. Die Tram, die wir hier mal eingerichtet haben, die ist nicht so pralle, aber wir lassen das mal so. Gehen wir mal nach Göhren. Mal gucken, was die Göhren so machen hier. Ja, nicht sonderlich prickelnd. Macht nichts. Läuft. Hervorragend. Wir haben ein Flugzeug bekommen. Ein Flugzeug. Wollen wir zwischen Wieg und Altenkirchen einen Flugplatz bauen, um einen Luftverkehrsweg nach Stralsund zu etablieren? Das wäre dann quasi der Tichy wieder Lüfte. Das Problem ist aber, irgendwann kommen größere Flugzeuge. Keine Ahnung, ein Strahlflugzeug, ein Düsenflugzeug, eine Boeing 707 meinetwegen. Wir wollen ja von der 747 gar nicht erst reden. Macht das wirklich Sinn, jetzt einen kleinen Flughafen dahin zu bauen? Ich lasse es erstmal. Ich bin unentschlossen. Das ist so neuer Scheiß. Na, und die können abstürzen. Denken wir mal über eine weitere sinnvolle Investition nach. Und zwar sehe ich hier oben ein Ölvorkommen. Ich sehe hier unten ein Ölvorkommen. Ich sehe hier eine Raffinerie. Ich sehe hier die Möglichkeit, aus dem Öl der Raffinerie Treibstoff zu produzieren. Diesen Treibstoff können wir wieder nach Putbus schmeißen und da nach Göhren verteilen, vielleicht sogar nach Bergen auf Rügen. Wäre das eine schöne Güterstrecke? Und das machen wir alles, also das meiste per Schiff? Klingt das gut? Schauen wir mal. Wir haben jetzt die letzten Jahre gut operiert, ja, bis auf das vorletzte Jahr. Was haben wir denn da angestellt? Da haben wir 12 Millionen investiert. Ansonsten haben wir immer 5 Millionen investiert. Wir haben ja das Jahr 1920. Wir sollten jetzt in die Moderne gehen und unseren eigenen Sprit produzieren. Das heißt, Hafen. Linie. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst? Ich glaube schon. Zuvor gehen wir aber mal in die Linienstatistik. Ich will mal sehen, wie es uns so geht. Glove Getreide macht ein Minus. Glove Getreide, unsere Stammstrecke, macht Minus. Jedes zweite Jahr. Hier sind sie gleich. Okay. Das ist krass.
Wir sind trotzdem insgesamt im Plus. So, dann haben wir hier die Nahrungsmittelstrecke mit unserem rasenden Roland. Die ist im Minus. Ja. Ich hoffe, die erholt sich jetzt. Dann haben wir hier einige ÖNVs, die ein bisschen kranken, aber das ist okay. Und hier unten die Überlandstrecke Stralsund-Alte Fehr. Die macht auch Minus. Ja, aber ich glaube, das wird. Jetzt durch, nachdem Rambin jetzt hier angeschlossen ist und ein explosionshaftes Bevölkerungswachstum hinlegt, profitieren natürlich auch die Linien über Alte Fehr nach Stralsund. Und wenn wir hier sehen, was hier an den öffentlichen Nahverkehr alles wartet, würde ich mal sagen, Fahrzeuge verwalten, dass sie noch zwei Fahrzeuge bekommen. So. Gut. Schauen wir mal. Nee, halt, Moment, hier. Wie sieht es denn aus, wenn ich hier einen Dock hinbaue? Klappt das? Ja, es klappt nicht. Moment. Doch, das klappt, das klappt. So. Es hat eine Verbindung zu diesem Ölfeld. So, Güter. Dock, kann ich irgendwie das Dock noch ausführen hier? So. Nein, Anlegestelle. Oh. Okay. Die Frage ist jetzt die, kann in diesem Wasser, das ist hier flaches Wasser, kann da ein großes Schiff langfahren? Ich weiß es nicht. Ansonsten müssen wir hier das Dock bis hier reinbauen. Wir lassen es mal so. Hui, Moment. So. Und wo fahren wir jetzt damit hin? Ich würde mal sagen, dass wir ein zweites Dock irgendwo hier hinbauen. Hierhin. So. Güter. Nein, nach vorne bitte. Geht nicht. Ja, sag mal. So, Anlegestellen, einmal hier, einmal hier. Sehr schön. Das heißt, wir können schon hier eine Strecke machen, die nennen wir Schiff Proseritz Öl. Dann können wir noch eine Strecke machen. Können wir noch eine machen? Ja, wir können noch eine machen. Schiff. Oh. Proseritz. Rohöl. Wir haben eine Krokodil bekommen. Einen Krokofanten. Aber wir sind doch gerade zur See. Wir fahren doch gerade auf der See. Wir können uns jetzt gerade nicht um einen Krokofanten kümmern. So, Güter.
Anlegestellen. Klapp. Gut. Netzmanager. Neue Linie. Das nennen wir jetzt Schiff. Putbus. Oh, die Linie war falsch. Moment. Treibstoff. Das heißt aber. Wo ist sie denn? Schiff. Das war falsch. Das ist Garzhafen. Garzhafen nehmen wir weg. Und müssen die hinzufügen. So wird ein Schuh draus. Warte mal, ich gehe nochmal in die Linie. Wir haben jetzt die grüne Linie liefert Öl, Rohöl an. Die braune Linie liefert Öl hierhin. Und die blaue Linie fährt Treibstoff ab. Genau. Das sieht doch mal gut aus. Jetzt, das sind ja hier keine Strecken, würde ich mal sagen. Moment. So. Und hui. Na komm. Alles elektrisch? Nein, nicht elektrisch. Obwohl. Doch, wir fahren mal elektrisch. So. Jetzt überlegen. Überlegen, überlegen, überlegen. Hier brauchen wir doch eigentlich nur eine Entladestation. Haben wir ja eigentlich schon hier. So. Und hier benötigen wir so ein Ding. Warte mal, das können wir ja hier hinbauen. So. Moment. Beziehungsweise halt, 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 halt. Mal schauen. Ja, funktioniert. Dann bauen wir das doch mal hier hin. So. Und hier hin. Straßen. So. Dann bauen wir, bauen wir, bauen wir, bauen wir, bauen wir hier noch ein Straßenbahndepot hin. Weil wir es können. Gehen in unseren Linienmanager und machen hole Rohöl ab, bringe es hier hin und auf der Rückfahrt lade Zeug ab. Das ist also eine G-Schmal-Zug Garz Rohöl Öl. So, Öl haben wir jetzt klein geschrieben. Nein. Öl. So. Hier setzen wir jetzt einen Georg drauf. Und zwar einen Georg mit Kesselwagen. Klack, klack. Zwei Stück. Hervorragend. Anwenden. Zack. Miau. Oh, hier, Moment. Straßen. Elektrisch. Läuft. Läuft. Rohöl. Und schon haben wir diese Strecke. Hervorragend. Dampfer. Größe groß, Größe klein. Kriegen wir dieses Viech? Ich kaufe mal einen. Kriegen wir dieses Viech auf
Wo ist aber jetzt Öl? Dahin. Ja, kriegen wir. Hervorragend. Kaufen wir nochmal. Kriegen wir das Schiff auf. Oh Gott, wo haben wir da jetzt hier hin? Ah, da kriegen wir es nicht hin. Warum nicht? So, das müsste es doch gewesen sein, oder? Das ist jetzt Garzhafen. Geht nicht. Das heißt, Foseritzöl legen wir jetzt um auf den hier. Und Moment. Und den hier auf die 1. Und jetzt machen wir es noch mal. Und schon geht's. Ja, gewusst wie. Schiff 1. Das ist ein Schiff. Osaritz. Rohöl. S. Haben wir das S1 oder Schiff genannt? Ah. Weiß ich jetzt nicht. Ach, S1 Poseritz Öl. Moment. Sehr schön. Das heißt, die große Strecke haben wir einen Tanker. Dieser Tanker kann 130 Einheiten fassen. Ihr habt vollkommen recht, wenn ihr sagt, das reicht nicht. So, jetzt reicht's, hoffentlich. Wo ist es denn? Fährt das mal raus? Hallo? Da ist es. Das ist jetzt S2 Poseritz Rohöl. Wir haben einen rasenden Roland, das Öl, Rohöl zur Raffinerie schafft und das raffinierte Öl zu dem Hafen. Wir haben ein Schiff, das das Öl hier rüber bringt. Und wir haben Schiffe, die Rohöl hier hinbringen. Und nicht weiter abtransportieren. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. So, dann machen wir das so. Und Linien verwalten. 1. Jetzt haben wir es. Und jetzt bekommen wir hier an diesem Bahnsteig bekommen wir jetzt Rohöl. Nee, Öl. Öl bekommen wir hier. Hua! Öl. Öl. Und jetzt werden wir hier solche schönen Gleise bauen. Das jetzt mal wegnehmen. Rumgehen. Können wir den ganzen. Moment. Gleisen hier.
Ja, wunderbar. Sehr schön. Wir stoppen jetzt mal schnell das ganze Ding. Und verbinden hier neu. Das hier ist unsere Strecke hier lang. Pum, pum, pum. Jawohl. Und diese Strecke. Boah, was machen wir mit der Strecke? Moment, das machen wir mal hier hübsch. So. So. Ah, nee, warte, Moment, das lassen wir mal. Und jetzt nehmen wir das hier raus. So. Schön. Ne, das sieht doch gut aus. So, dann bauen nicht möglich. Das hängen wir mal hier rein. Das hängen wir mal hier rein. Und das führen wir großzügig hier lang. Und wo müssen wir denn hin? Wir müssen hier hin. Hui, Gebäude groß, ja, passt. So, schön gerade machen, ne? Jetzt alles seine Ordnung haben. Und docken das hier an. Ja, läuft. Und da machen wir jetzt neue Linie. Stralsund, nee, G-Zug. Stralsund, Öl, Treibstoff. Ne? Machen wir voll Treibstoff hier. Hier haben wir noch ein Problem. Linie verwalten. Haltepunkt kommt auf die 3 und schon ist das Problem gelöst. Jetzt gehen wir hier rein. Kaufen. Ja, wir haben ein Krokodil. Eine fantastische Leistung von 1650 Kilowatt. Oh ja, die kaufen wir. Können wir uns die leisten? Die können wir uns leisten. Und wir nehmen uns hier, nein, diese Kesselwagen. Und zwar, ich würde mal sagen, so 99 Stück, das sollte erstmal reichen. Betriebskosten, klar. Und wir gehen jetzt hier auf G-Zug, Stralsund, Öltreibstoff. Och Leute, was habt ihr denn jetzt schon wieder? Du bist elektrifiziert. Hier, alles schön elektrifiziert hier, ne? Der Lokschuppen war nicht elektrifiziert. Passiert. So, nochmal. Treibstoff. Tatsächlich kann das passieren. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen raus. Und machen G1 Stralsund Öl Treibstoff. Weiterhin werden wir ein Schiff kaufen.
Probieren wir mal mit dem hier, mal zur Abwechslung. Hiebskosten mal hoch. Machen mit dem erstmal gar nichts. Oder doch? Moment. Haben wir doch schon, oder? Put plus Treibstoff. Ja. Moment. Wir haben gelernt. Moment. Put plus Treibstoff, Linien verwalten, Hafen. 1. Oder 2? Nee, 1. Junge, macht mich echt fertig hier. So, Putbus, Linie verwalten, Poster, Hafen auf die 4. Wunderbar. Jetzt gehen wir hier hin. Putbus, Treibstoff, Linie verwalten. Putbus Hafen auf die 2. So. Wieder hin. Schiffchen. Treibstoff. Jawohl. Komm. Komme. Und wir haben schon wieder neue Fahrzeuge bekommen. Ein Flugzeug. Ich komme nicht auf das Schiff hier. Das ist jetzt S1 Putbus Treibstoff. Wir haben ein Flugzeug und ein Autobus bekommen. Das finde ich toll. Wir können uns momentan nicht darum kümmern. Wir sind auch etwas über der Zeit. Aber wir sind jetzt gut beieinander. Und das möchte ich jetzt noch fertig machen. Kollision. Hier wird nichts miteinander kollidiert. Hier wird was miteinander verbunden. So, hervorragend. Hier oben brauchen wir jetzt noch ein... So. Dann brauchen wir hier... das wird hier etwas knapp werden. Moment. Hier. Länge. Klappt aber. So, ja, elektrifiziert. Nö. Ach so, zu spät. Konfigurieren. Nö. Jetzt. Also noch nicht. Depot. Netz. Von hier. Nach hier. LKW. Putbus. Treibstoff. Weg. Fahrzeuge kaufen. Alle Güter. 2. Putbus. Treibstoff. Und jetzt, genau jetzt, haben wir eine funktionierende Treibstofflinie. Wir müssen Rohöl hierhin schaffen. Öl hierhin schaffen, das Öl wird dann dahin geschafft, unsere Raffinerie, hier kommt dann Treibstoff wieder zum Bahnhof, auf den Hafen, aufs Schiff, auf den Hafen, auf den LKW hierhin. In der nächsten Folge werden wir, wenn das alles klappt, noch Göhren anbinden und haben damit auch ein weiteres Thema für die kommende Runde. Bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag, träumt nicht so viel von der Insel Rügen und wir sehen uns in der kommenden Runde, wenn es wieder heißt Transportfieber 2, Spiel, Spaß und Spannung auf der Insel Rügen. Bis dann. Ciao.